Digitale Innovationen haben bei Lufthansa einen hohen Stellenwert. Technologien wie Virtual Reality sorgen für intensive und realitätsnahe Erfahrungen. Gemeinsam mit 3Spin und Samsung hat Lufthansa viele Virtual Reality-Anwendungen eingeführt. Wir haben bereits sehr früh begonnen, in 2014 uns mit Virtual Reality auseinanderzusetzen. In 2016 haben wir unser erstes sogenanntes Flying Lab gelauncht, Motto 360 Grad Virtual Reality. Auf diesem Flug konnten sich die Gäste erstmals mit den neuesten Samsung Gear VR-Brillen vertraut machen und unsere neuesten Videos über Destinationen, über Produkte erleben. Ich denke, das Faszinierende an Mixed Reality bei Lufthansa ist, dass es extrem viele Einsatzbereiche gibt. Lufthansa ist eine Airline, Lufthansa bildet aber auch Piloten aus, wartet Flugzeuge, gestaltet Kabinen. Wir haben begonnen, gemeinsam Lösungen dafür zu entwickeln und ein paar davon können wir jetzt hier sehen. Bei der Lufthansa setzen wir VR im Marketing in diversen Bereichen ein. Einer der großen Bereiche, in dem wir es einsetzen, ist natürlich in den Social Media Kanälen. Das andere sind Events. Am Gate haben wir jetzt die Möglichkeit, unseren Kunden im Vorfeld des Fluges Teile der Kabine zu zeigen, die sie sonst so nicht sehen würden können. So zeigen wir zum Beispiel jetzt die Premium Economy an Gäste, die eigentlich in der Economy gebucht haben. Und die merken plötzlich, wie viel mehr Platz sie haben würden, wie viel toller das allgemeine Angebot sein kann. Und darüber haben wir sehr viele Upsells mittlerweile schon generiert, sowohl aus New York kommt als auch aus Frankfurt. Dank der Samsung VR-Brille können wir mittlerweile auch Destinationen ganz, ganz anders erlebbar machen und die Emotionalität auch dieser Reise schon im Vorfeld transportieren. So haben wir angefangen, Mauritius über die 360-Grad-Technologie zu bewerben und die Kunden sind einfach begeistert. Bei der Lufthansa Aviation Training bilden wir weltweit Piloten aus und wir haben 2015 die Entwicklung des ersten Gear VR-Trainings angestoßen. Wir haben ein interaktives Video entwickelt für die Flugschüler zur Vorbereitung auf ihre ersten Überlandflüge. In diesem Video können sie virtuell ihre vorgeplanten Orientierungspunkte abfliegen und zusätzlich interaktive Informationen bekommen, wie zum Beispiel Luftraumstruktur, Wetterbedingungen etc. Die Resonanzen der Flugschüler sind sehr positiv. Die finden diese neue Methode cool. Es ermöglicht ihnen, sich wirklich in die Situation noch mehr reinzubegeben. Also wenn ich im Flugzeug sitze und zum Fenster rausschaue, dann geht es mir eigentlich immer so, dass ich ganz gerne wüsste, was da unten ist und was man dort machen kann. Und oft ist es ja bewölkt und man kann es gar nicht sehen. Und wir haben eben eine Lösung entwickelt, mit einer VR-Brille die Landschaft unter mir zu sehen in 3D. Ich kann eintauchen in die Landschaft, ich kann 360 Grad Fotos und Videos von den Orten entdecken. Ich nutze mein eigenes mobiles Endgerät, Handy, Tablet, Notebook im Flugzeug, um mich mit dem In-Flight Entertainment System zu verbinden. Wenn ich eh schon den Server habe, kann ich den ja auch nutzen, um die relativ großen Filme, die ich brauche, für Virtual Reality dort abzulegen. Die Samsung VR-Brille erkennt dann, dass ich im Flugzeug bin, verbindet sich mit dem richtigen WLAN und nutzt den Server im Flugzeug, um den Film runterzuladen und mir auf meinem Gerät anzuzeigen. Die VR-Technologie in Unternehmen bedeutet in erster Linie, dass viel immersivere Erlebnisse geschaffen werden können. Das ist sowohl für Kunden natürlich relevant, die in komplette Markenwelten eintauchen können. Gleichzeitig aber können auch die Mitarbeiter davon profitieren, wenn sie sehr konkrete Einsatzszenarien dreidimensional erleben können und agieren können, quasi als wären sie in dem jeweiligen Szenario und so beispielsweise bessere Trainingseffekte erzielt werden können.